Also da legt man noch eins drauf und insgesamt ist die Situation, wenn man das jetzt anschaut, am Tag der Pressefreiheit, und da wird immer veröffentlicht so eine Reihung, wo man liegt mit der Pressefreiheit. Österreich liegt auf Rang 29 dank dieser segensreichen Regierung, Nehammer und Kogler. Wisst ihr, was vor uns liegt? Zum Beispiel Länder wie Moldawien, Namibia und die Slowakei und auch Tschechien liegen vor uns in dieser Wertung. Und nur einen Platz hinter und auf Platz 30 Trinidad Tobago. Und Österreich auf Platz 29, was die Pressefreiheit anbelangt. Das ist zum Genieren. Das ist wirklich zum Genieren. Das entsteht auch daraus, dass man solche Gesetze schafft. Jetzt komme ich zu des Pudels Kern. Wir haben Politiker, die empathielos regieren, die kein Herz haben für die Menschen. Und die den Menschen, die sich jetzt schon das Leben nicht leisten können, weil sie ihre Energiekosten noch immer nicht bezahlen können und jetzt gerade im April die nächsten Vorschreibungen bekommen, wo es schon wieder aufgeht, obwohl die Energiepreise am Rohstoffmarkt sinken. Weil sie sich Essen und Trinken kaum mehr leisten können, Grundnahrungsmittel, weil sie sich die Mieten nicht leisten können. Jetzt kommen die Banken daher und erhöhen um 10% die Bankgebühren und die Kreditzinsen. Das heißt, der Heiselbauer kann sich den Kredit in Wahrheit nicht mehr finanzieren. Dann kommen die Telekom-Anbieter her und erhöhen die E-Mobil, die Telefonkosten. Es wird jeden Tag auf Teufel komm raus Preise erhöht und dann Regierung auch mit der CO2-Steuer. Dann kommt der Regierung her und legt nochmal 250 bis 280 Euro an dieser Zwangssteuer drauf. Und das ist empathielos, herzlos und eigentlich ein echter Skandal. Den muss man bekämpfen. Ich bin dankbar und froh, dass ihr das bekämpft mit einer Petition, dass das auch so gemacht wird. Denn das geht so nicht weiter. Und zum Politischen, ein politisches Argument noch. Gerade die politische Linke, SPÖ, Grüne, die in der Regierung sitzen, haben immer davor gewarnt, vor der Urbanisierung Österreichs im Medienbereich. Ich muss euch sagen, wenn ich mir das jetzt vergleiche, diese Zwangssteuer mit dem Mediensystem in Ungarn, ist ja Ungarn eine liberale Mediendemokratie. Denn was da passiert mit dieser Zwangssteuer, dass man die Leute verpflichtet, das gibt es in Ungarn nicht. Dass man die Leute verpflichtet, dass sie aus dem Sport in den Sport eingreifen und dort einen unsinnigen ORF finanzieren, den eh schon kaum mehr wer schaut. Nur mehr 30% wissen wir, schauen den, 70% schauen ihn nicht. Das ist autoritär. Das ist ein System, das ich nicht haben will. Ich will ein freies, ein medienfreies Land in Österreich haben, wo sich jeder selbst entscheiden darf, was er sich anschaut und wofür er zahlt. Und das haben wir mit diesem System nicht. Der ORF wird immer mehr zum Regierungsfunk. Die Regierung hat ihn mit dieser Zwangssteuer in sich einverleibt. Das merkt man schon in den Sendungen. Es ist wirklich unglaublich, was in dem Land abspielt. Kein Wunder, warum Österreich in Sachen Presse- und Medienfreiheit nur auf Rang 29 liegt. Das sollte sich die Regierung einmal überlegen. Kann ich eigentlich nur unterschreiben, was der Herr Westenthaler sagt. Sie sehen es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil Sie sind ja immer ein großer ORF-Verteidiger. Naja, ich bin war jahrelang mich mit Medienpolitik beschäftigt, war zuständig, da war auch der ORF ein Teil. Ich war immer ein Verfechter eines dualen Systems. Ich habe gesagt, es muss öffentlich-rechtlichen geben und es muss die privaten geben. Und was beide eigentlich erreichen sollten, die privaten und der öffentlich-rechtliche, ist, dass wir nicht zu einer deutschen Medienkolonie werden. Nämlich, dass die Deutschen abschöpfen, die ganzen Werbekuchen, das sind richtige Werbekuchenräuber, ja, das ist sehr, sehr viel Geld, die dann in den Fenstern, RTL-Fenster oder SAT-Fenster, hast dann die Österreich-Werbung drinnen, die kassieren das und schöpfen das da ab. Das heißt, ich bin einmal grundsätzlich der Meinung, dass man darüber nachdenkt, das trifft aber auch das Geldverdienen im Internet, in den sozialen Netzen, dass da nicht die Deutschen zum Abcashen kommen. Und das sind die, auch durch die sprachliche Gemeinsamkeit, diejenigen, die das haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich persönlich war immer skeptisch zur Haushaltsabgabe aus einem ganz anderen Grund. Ich finde, man wird erpressbar. Ja, wenn jetzt der ORF hingeht zum Finanzminister und sagt, wir haben gerade eine Inflation, eine grausliche, können wir die Haushaltsabgabe nicht erhöhen, wird der Finanzminister sagen, nein, wir werden das im Parlament nirgends irgendwo beschließen, sondern wir machen das nicht. Und das ist schon ein Unterschied gegenüber dem, was wir bis jetzt hatten. Das war Gebühren. Die Gebühren hat beschlossen der Aufsichtsrat des ORF. Und was ich einmal gemeint habe in dem Rahmen ist, man macht nur eine Streaminggebühr, weil das stimmt, ja, wenn ich kein Gerät habe, sondern nur über das Laptop Fernsehen zuschaue, soll ich halt eine gewisse Gebühr entrichten. Das war meine Position dazu. So, das haben die nicht gemacht. Die machen die Haushaltsabgabe. Dann haben sie halt ausverhandelt mit den Verlegern und Herausgebern,
wie viel ORF darf es im Internet, in sozialen Netzwerken geben oder wie viel darf es nicht geben. Da, ich mische mich da schon immer mehr so ein, weil das für mich von Haus aus problematisch ist, wenn man die Haushaltsabgabe sozusagen politikabhängig, und dann finde ich das ja so süß, wenn immer gesagt wird, ja, da, man muss den ORF entpolitisieren, ja, ja, na klar, weil die Politik sitzt am Geldhebel, die Politik entscheidet, wie hoch die Haushaltsabgabe ist, das entscheidet die Politik, da kommst du dann immer mehr drauf an, ob dann in irgendeinem Aufsitz oder irgendwelche politiknahen Persönlichkeiten sitzen, die aber aufgrund der Reform auch mithaften, mitverantwortlich sind in dem Aufsichtsrat. Ich glaube, das nicht zu deiner Zeit gemacht worden ist. Und Stiftungsrat, genau, in diesem Stiftungsrat, und die einen Ruf zu verlieren haben und die auch teilweise mithaften. Also das hat sich vieles geändert und das wurde damals unter Schwarz-Blau auch so eingeführt und auch so gemacht. So, das ist einmal letztlich also der Punkt, den ich da anzubringen habe. Was diese Abgaben für Kultur und Sport betreffen, das ist ein ewig langer Teil der Abgabe, die man mit dem, wenn man ORF-Gebühr bezahlt hat. Abgabe, meinen Sie? Bitte? Die Länderabgabe. Die Länderabgabe, genau. Also Länderabgabe, die aber im Endeffekt eine Sport- oder Kulturabgabe ist. Ja. Wenn man das streicht, muss man es aus dem Budget ergänzen, weil dann hast du gleich einmal alle Sportvereine am Hals, ja, und alle Kulturvereine. Wobei, es gibt ja, aber gerade sagen, es gibt ja drei Bundesländer, Niederösterreich, Oberösterreich, ja, und Vorarlberg. Schwarz-Blau hat es gemacht. Mir ist alles recht. Hauptsache, die Blöden sind nicht die Kulturschaffenden und nicht die Sportvereine. Ja, das Ende. Oder die Sport. Aber warum schafft es Rot in Wien und Burgenland nicht und in Kärnten auch nicht? Und Schwarz-Blau in Niederösterreich schafft die Landesabgabe. Nein, ich glaube, das verstehe. Nein, ich glaube, die machen die Abgabe. Nein, die machen die Abgabe für Kultur und Sport und zahlen aus dem Budget. Das heißt, du hast dort einfach mehr und dort hast du weniger. Ich streite über das nicht. Das ist halt eine Entscheidung gewesen, die die in dem Zusammenhang gemacht haben. Aber das Wichtigste ist, und da hast du auch recht, wir leben in einer Zeit, wo natürlich viele sagen, na hallo, im Jahr zahle ich jetzt, was ist das jetzt, 15 mal 12, ja, 150, 180 Euro, manchmal mit der berühmten Länderabgabe im Jahr, muss man dazu sagen. Ja. Das ist in Zeiten, so grundsätzlich in Zeiten, wo die Banken zum Beispiel sagen, was, Sparbuchsteuer? Ja, das wollen wir gar nicht. Wir wollen haben, dass das Geld bei uns liegt und wir wollen euch nichts dafür zahlen. Und wenn ihr das Geld weiter bei uns, bei den Banken liegen lasst, kriegt ihr weiter nichts. Und die Kredite, die darf man ordentlich mit den Zinsen erhöhen. Ja? Also über die Banken sollte man mal eine eigene Sendung da machen, weil ich finde, was die abcashen, das ist nicht nur die Politik, die mitverantwortlich ist, sondern auch die Banken manchmal dabei. Ja, wobei, ja, viel weniger als der ORF cashen die Banken mittlerweile auch nicht mehr. Aber lieber Josef, kannst du mir erklären, wenn das so wäre, was du gerade mit der Landesabgabe gesagt hast, dass die jetzt den Sport so floriert, kannst du mir erklären, warum Burgenland weder einen Bundesliga-Verein noch einen mir bekannten Skifahrer hat, der was gewinnt? Also da stimmt ja was nicht, oder? In Burgenland, das kommt sportlich in Wahrheit nicht vor, seien wir uns ehrlich, außer auf Landesliga-Niveau dort gehört. Im Doskoland Burgenland, ja, im Doskozi-Land Burgenland zahlst du künftig 244 Euro jährlich statt 180 Euro. Jährlich. Das sind laut Adam Riese um 64 Euro mehr. Ja? Ja. Und das ist ein Witz. Warum? Jährlich. Das ist ein Körperlgeld, was sie abkassieren. Und genauso in der Stadt Wien 225 Euro. Ja. Das heißt, wir haben zwei sozialdemokratisch geführte, jetzt habe ich noch gar nicht von Kärnten geredet, nehmen wir nur die zwei, die gerade im Osten sind. Und eingebettet und am Rand oben das neue Schwarz-Blaue Niederösterreich macht als erste Initiative die Abschaffung der Landesabgabe, dass die Menschen weniger zahlen müssen. Also das, was sie dazu beitragen können. Ich bin ja überhaupt dafür, dass diese Haushaltsabgabe, das ist ja ein wunderbarer Name, diese Strafsteuer, diese Zwangsgebühr für etwas, was ich gar nicht konsumieren möchte, das ist ja der Skandal. Und da bin ich noch einmal, also in Ungarn unter Orbán wirst du, wenn du ein Medium nicht sehen willst und auch dafür nicht zahlen willst, mit Sicherheit nicht eingesperrt. In Österreich ja. In Österreich wirst du, wenn du die Strafe nicht bezahlst, die geht bis 2.500 Euro, kommst du ins Gefängnis. Da sind die noch zu retten. Sind die komplett gaga, wach in der Birne wurden, dass ich heute Menschen einsperre, nur weil sie ein Medien- und Konsumverhalten haben, das mir nicht gefällt. Also ich muss ehrlich sagen, das ist ein Mörderskandal. Das wird uns europaweit, das ist einzigartig, das gibt es nirgends. Das ist europaweit einzigartig und in Ungarn gibt es das jedenfalls nicht. So viel zur Urbanisierung und die österreichische Linke wird künftig, was Urbanisierung anbelangt, schweigen müssen, weil das ungarische System das nicht vorsieht, was das österreichische System vorkommt. Und jetzt komme ich zum ORF selber. Ich frage mich ja, wenn sie schon so einen feigen Anschlag mit der Räuberleiter von Schwarz-Gründer haben, weil die spielen ja mit und die Roten in den Ländern mit der Landesabgabe. Es ist ja halt, ist es eine Abzockerei von Schwarz-Grün und Rot, schlicht und ergreifend. Die machen sie die Räuberleiter für den ORF und zocken bei den Menschen ab. Und ich frage mich eigentlich, das ist ein feiger Anschlag auf die Brieftaschen der Menschen. Und ich frage mich eigentlich, warum der ORF
nicht entlassen wird, in den Markt. Und zwar, das wird der ORF ein PTV werden. Und so soll man bestehen am Markt. Die garantiert dir, wird der ORF ein PTV, wo du à la Sky eine Box brauchst, wo du das dann anschauen musst. Da kassieren sie nämlich noch einmal. Da brauchst du eine ORF-Karte. Das vergessen ja die Leute. Du zahlst ja noch einmal mehr, wenn du halt eine Skybox hast und möchtest darüber ORF schauen, zahlst ja für die Karten noch einmal ein beim ORF. Also zusätzlich zur Gebühr. Also es ist ja alles unfassbar. Der soll sich am Markt bewerben, ich sag dir was. Würde der ORF ein echtes PTV sein auf dem freien Markt, wo du nicht gezwungen wirst zu schauen, ja, dann hätte der eingehen, weil kein Mensch hätte sich mehr die 30%, die jetzt noch schauen, denen dann auch sagen, na, das zahle, also das ist mir der ORF nicht wert. Und das ist der Punkt. Jetzt kann man sagen, ja, da seid ja ihr seid ja wirklich, ihr seid ja Gentleman, muss man sagen. Denen dieser Anschlag gilt, den Privatfernsehen und den Privatzeitungen und den Zeitungen, das ist nämlich ein Vernichtungsanschlag auf die Privatsender und auf die Zeitungslandschaft in Österreich. Das ist ein echter Vernichtungsanschlag, dass man den ORF inklusive Werbeeinnahmen 1 Milliarde Euro im Jahr möglich macht und alle anderen sollen untergehen. Und ihr seid ja ein Gentleman, indem sie sagen, ja, wir sind auch für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ist ja okay. Ich frage, wozu denn noch? Wozu denn noch bei so einem schlechten Programm, bei so einer Parteilichkeit, bei so einer letztklassigen Kampanisierung, die der ORF immer für ihre Regierungsparteien fährt, wozu brauche ich dann noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Na, wozu denn? Das kann doch jeder Private besser. Wenn ich mir heute anschaue, ihr habt mehr öffentlich-rechtlichen Auftrag, Bildungsfernsehen. Servus TV macht hervorragende Beiträge über die Heimat, übers Land. Da kannst du was lernen, auch noch dabei. Und die machen es immer ohne politische Färbung. Ah, interessant, es geht nämlich. Man soll es nicht glauben, der ORF glaubt es nicht, aber es geht ohne politischen Schlagseiten. Geht im ORF wieder auch gehen, aber es wird halt nicht gemacht, weil der politisch besetzt ist. Das heißt, ich bin so zornig auf diese Abgabe wie alle Österreicher, vor allem jene Hunderttausende, die bisher nicht zahlen mussten und jetzt gezwungen werden zu zahlen, per Gefängnisstrafe, wenn sie es nicht zahlen, gehen sie ins Gefängnis. Also wir sind in einer Entwicklung, ich frage mich, was wäre gewesen, wenn auf den Plätzchen waren wir nicht gekommen, aber was wäre in dem Land gewesen, die Freiheitlichen hätten das in einer Regierung eingeführt, dort hätte es einen Aufstand geben, dort hätte es einen Generalstreik in dem Land geben, dort hätten es schon wieder die heiligen drei Könige aus Finnland Einführung von der EU. Ist in Österreich überhaupt die Medienlandschaft noch demokratisch? Ist sie ab diesem Zeitpunkt dieser Abgabe nicht mehr. Mit Demokratie, Medienfreiheit und auch Freiheit des Medien, der freien Wahl der Medien hat das nichts mehr zu tun. Was hier passiert, ist ein unglaublicher Ruck hin zu einer autoritären Medienlandschaft, wie ich sie noch selten gesehen habe in der Vergangenheit. Also bevor es jetzt noch Atembeschwerden kriegst, sollst du so aufregst. Ja, du findest es lustig. Ich finde es nicht lustig. Nein, weißt du, warum ich lustig finde? Wenn die Leute so abgezockt werden. Nein, lass einmal die Kirche im Dorf. Ja, das ist lass ich 244 Euro im Jahr. Na und? Ja? Ist das wenig? Nein, aber dafür für Menschen dieses Leben nicht leisten können. Du kriegst dafür auch etwas. Na was kriegst du? Du kriegst dafür was geliefert. Die Einschaltquoten. Malcolm mittendrin? Nein, die Einschaltquoten beim ORF sind jedenfalls auf sämtlichen Kanälen am höchsten. Ja, 30% maximal. Das heißt, du hast nichts mehr höher als 30%. Nein, es gibt keine Sendung, die über 30%. Du musst einmal davon ausgehen, ORF1, ORF2, ORF3, du hast dann die Radiosender und so weiter, eh überall eingeschränkt. Die werden wahrscheinlich bis zum 25. Mai in der Begutachtungsfrist noch die eine oder andere Änderung vornehmen. Das mit ins Gefängnis heute für einen Unsinn. Ja, dann bin ich eh deiner Meinung. Na, da bin ich ja deiner Meinung. Ja. So, und jetzt bin ich der Auffassung, ich brauche trotzdem einen funktionierenden Öffentlich-Rechtlichen. Das sagen übrigens auch die Privaten. Und die Privaten wollen aber daneben leben können. Den Standardmenschen, den du zitiert hast, dass das eine Vernichtungsgeschichte ist, gegenüber dem Privaten, das darf es nicht sein. Da bin ich dabei. Schau, ich tritt auf hier mit großer Leidenschaft. Ja. Ich bin aber auch schon eingeladen worden in anderen Privatsendern, ja, im ORF eingeladen worden. Ich schätze die alle und ich will aber haben, dass beide im Rahmen des dualen Systems in Österreich existieren können. Aber ich glaube, ist es nicht wirklich so, was der Peter Westenthaler vorher auch gesagt hat, braucht es den ORF in diesem Umfang? Weil ich glaube, wir können uns alle hier am Tisch einigen, ORF 3, Ö1, ORF2 in gewisser Art und Weise, die haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, die machen Bildungsfernsehen, die haben Nachrichtenanteil, Kultur etc. Aber ORF1, Ö3,
Ist das wirklich öffentlich rechtlich? Braucht es dafür über 800 Millionen Euro? Vom Typus, ihr bringt kein Mic Home, ihr bringt auch diese ganzen Unterhaltungsgeschichten nicht. Euch kann das im Prinzip wurscht sein. Aber um dem, was es geht, ist, unter Brabitz war das Theater nie entstanden. Man hätte geschaut, dass man auf einen Konsens kommt, auf einen Kompromiss kommt und nicht, dass es so eine Auseinandersetzung ist. Das hätte der Brabitz sicher zusammengebracht, hat es früher immer zusammengebracht. Daher weiß man, bringt es nicht zusammen. Mische mich nicht ein, ich sitze da nicht mehr in der Stiftung, so schon lange nicht mehr. Ich bin damals im Kuratorium gesessen, eigentlich genau genommen. Und ich finde, dass man eines versucht zu vermeiden. Und das sagen die mir alle. Jedes Schröpfen beim ORF bringt noch mehr deutsche Sender, deutschen Content und ein Abschöpfen von Werbekuchen, was ihr nicht kriegt. Und das kriegt auch nicht, gegen auch nicht die anderen Privaten, sondern das kassieren ab die Deutschen in Köln und wo die überall sitzen. Und ich bin... Sehe ich aber nicht so nach. Naja, ich mache das nicht. Ich sehe das halt so. Ja. Und das ist halt... Das ist das, wofür ich wirkliche Bedenken habe. Ich will nicht, dass Österreich eine deutsche Kultur- und Medienkolonie wird. Das will ich nicht. Ob der ORF jetzt in der Form weiter existieren muss oder in einer anderen, das kann man immer diskutieren. Ich bin nicht der Sprecher des ORF. Ich bin der Sprecher des dualen Systems, das öffentlich-rechtlich und private gemeinsam hier existieren können und man hat gut existieren können und zwar so existieren, dass man den Einfluss der Deutschen zurückdrängt. Ich bin ja nicht gegen die Deutschen, außer beim Fußball natürlich sowieso. Sondern ich bin der Meinung, dass man da vorsichtig sein muss. Und jetzt sage ich dir noch was, weil du aufs Burgenland immer so losgehst. Ja? Der hat damals beschlossen, Ski für jedes burgenländische Kind in der Schule, damit so auch Burgenländer... Man kann auch als Burgenländer erfolgreich Skifahren, halt nicht in Burgenland, aber in einem anderen Bundesland. Das finde ich aber okay. Ja, aber ist nicht umgesetzt. Warum magst du das nicht? Ja, es ist nicht umgesetzt. Du magst nicht, dass Burgenländerinnen und Burgenländer Skifahren. Ich hätte gern, dass Burgenländer und Burgenländer auch keine Landesabgaben zahlen. So wie Niederösterreich das die Blauen umgesetzt haben. Ja, deponierst, vielleicht kommt das eh. Aber beim Orban darf ich noch schnell was sagen. Ja. Bei der eingeschränkten Möglichkeit, in den Medien auch Orban-kritisch zu berichten, tust du ein bisschen die Wirklichkeit ausblenden. Ja. Also die Orbanisierung heißt Ende der Medienvielfalt und Ende der Medienfreiheit, aber auf die stille Tour. Und das finde ich, es gibt andere Dinge vom Orban, die ich schätzen würde, wenn er nicht dauernd die Asylwerber und die ganzen durchwinkt und nicht bei sich versorgt. Ja. Deswegen bin ich sehr Orban-kritisch geworden, auch aus diesem Grund. Und bei den Medien ist der Orban kein gutes Beispiel, aber ich bin kein... Ich habe keinen Verfolger. Ja. Wobei Österreich steht dem Orban, muss man sagen, wirklich nicht mehr um viel nach. Die Neos haben ja schon den Vergleich gezogen, das ist eine Mischung aus Kuba und Ungarn, was da ist. Aber sie hat vielleicht keinen so schlechten Vergleich. In der Medienfreiheit. Um die ORF-Runde abzuschließen, würde ich noch gerne zur Medienministerin kommen, Susanne Raab. Jetzt kann man ja über den Weismann sagen, was er will, aber man muss sagen, es gab wahrscheinlich selten einen ORF-Intendanten oder Generaldirektor, der die Politik und in dem Fall die Medienministerin so an die Wand gepokert hat, oder? Der nach allen Regeln der Kunst alle Unterhosen hat. Ja, warum? Weil das die schwächste Ministerin aller Zeiten ist und die schwächste Regierung aller Zeiten ist. Und die kannst du leicht ausziehen, die haben ja nichts mehr an. Also die sind ja komplett daneben. Die sind ja wirklich nur mehr ihrer Schatten. Die haben ja nichts anderes den ganzen Tag zu tun, als intern zu streiten mit den Grünen und die Grünen umgekehrt. Es wird dann immer regiert. Und dann nehme ich mal dieses Greenhorn von Medienministerin. Wie lange ist denn der Politik? 2 Jahre? Also das ist ja lächerlich. Ja. Die hat doch keine Ahnung, diese Frau, die ist über den Tisch gezogen. Jetzt muss man mal vorstellen, beim ersten Meeting hat er ja sogar noch ein Sportprogramm vorgelegt, der Herr Weismann. Das ist jetzt überhaupt weg. Es gibt überhaupt keine Einsparungen mehr. Es wird jetzt transparent. Das heißt, wir erfahren jetzt auch offiziell, wer 170 und 200.000 Euro im Jahr verdient im ORF, nämlich gar nicht so wenige. Also das Ganze ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Was mich stört ist, dass wir nach 3 Jahren, und jetzt werden Sie viele fragen, warum ich das sage, was hat Corona mit dem zu tun? Nach 3 Jahren Corona, wo wir Zwang, Unterdrückung, Ausgehverbot, Lockdowns bis hin zur Fasteinführung eingeführt ist worden, zur Umsetzung der Impfpflicht.
kommt jetzt die ÖVP daher mit den Grünen, die den Kammerzwang auf ihre Fahnen hat, die die Impfpflicht umsetzen will und jetzt setzt sie noch eine ORF-Steuerpflicht um. Das heißt, wir sind hier in einem Zwangssystem von lauter empathielosen, herzlosen Politikern, denen es völlig... Na, glaubt man dem Medienminister, mir fällt nicht mehr der Name jetzt, wie heißt sie schnell? Raab, ja, wird sich kein Mensch merken. Wenn man Raab sagt, wird man an Julius Raab denken, aber nicht an die. Das heißt, die wird ab nächsten Jahr in der Versenkung verschwinden, aber es überbleibt wirklich eine Bruchstelle von einer Neubelastung, die man nicht braucht. Das heißt, um es am Punkt zu bringen, völlig gescheitert, dem Weißmann kann man gratulieren eigentlich. Das kann man durchaus machen. Der hat das wirklich geschafft, dass er die Regierung vor sich hergetrieben hat. Super. Wobei jetzt auch dazu sagt, ganz ungewollt war das auch nicht, weil natürlich, weil du gesagt hast, wenn ein Orban-kritischer Bericht in Ungarn, auf den wird man wahrscheinlich schon lange nicht mehr gesehen haben, ich kann mich nicht erinnern an einen letzten Nehammer-kritischen Bericht.